Wir stehen hier vor der Schweizer Nationalbank. Das ist die Bank, die die Zinsen in der Schweiz festlegt. Und zurzeit geschieht etwas ganz Verrücktes. Die Zinsen sind negativ. Wenn Sie dieser Bank heute 100 Franken geben, kriegen Sie in 10 Jahren nur 95 Franken zurück. Nun denken Sie natürlich, ich bin ja nicht blöd. Dieser Bank gebe ich das Geld nicht. Und das ist richtig. Sie schon nicht. Aber Ihre Bank gibt der Schweizer Nationalbank ihr Geld. Und das schadet Ihnen. Wie schlimm das ist, möchte ich Ihnen heute zeigen. Und zwar anhand dieser 5 Torbögen der Schweizer Nationalbank. Jeder dieser Torbögen steht für 20 Jahre. Und ich zeige Ihnen, wo die Zinsen in der Schweiz in den letzten 100 Jahren waren. Wir stehen hier unter den wunderschönen Torbögen der Schweizer Nationalbank. Und ich zeige Ihnen jetzt, wo die Zinsen im letzten Jahrhundert waren. Stellen Sie sich vor, das ist 4%, das ist 7% und der Boden ist 0%. Im Jahre 1900 waren die Zinsen 4%. Sie blieben lange 4%, gingen dann in den 20er Jahren rauf auf 5%. 1920 war ein verrücktes Jahr und sie waren 7%. Das war aber nur einmal, sie kamen gleich wieder zurück zu 5%. Und sie sind 5% geblieben in den 30er Jahren, fielen leicht runter wieder auf die 4% in den 40er Jahren. Und während des Zweiten Weltkriegs waren sie sogar noch tiefer, nämlich nur 3%. In den 50er Jahren kamen sie dann wieder zurück auf 4%. Und in den 60er Jahren waren sie 5%. In den 70er Jahren blieben sie 5%, mit einer Ausnahme, 1974, da waren sie 7%. Auch in den 80er Jahren und in den 90er Jahren blieben die Zinsen 5%. Wenn ich also zurückschaue, über die letzten 100 Jahre, die Zinsen waren immer 4%. Und auch im vorigen Jahrhundert, von 1838 bis 1906, waren die Zinsen zwischen 4 und 3%. Damals nicht von der Eidgenossenschaft, sondern von den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel und Genf. Das war das letzte Jahrhundert und wir können schließen, 4% ist ein ganz typischer Zinssatz für Bundesobligationen. Und wo sind die Zinsen heute? Seit dem Jahr 2000 sind sie von 4% kontinuierlich auf 3%, auf 2%, auf 1% und schlussendlich auf 0% gefallen. Und heute im Jahr 2016 muss man sogar die Treppen der Schweizer Nationalbank benutzen, denn heute sind sie negativ, wir sind noch eine Stufe tiefer. Und was das für Ihr Sparen bedeutet, dafür brauche ich jetzt meine Kamerafrau. Anna, kannst du mir helfen? Herzlichen Dank, Anna. Ich möchte dir jetzt zeigen, was mit den Bundesobligationen dieser Bank passiert, denn sie betreffen dich. Sie sind in deiner Säule 3a. In jedem Säule 3a Fonds, den man heute kaufen kann, gibt es sehr viele Obligationen dieser Bank. Und jetzt schauen wir mal an, was mit dem Wert dieser Obligationen passiert. Stellen Sie sich vor, ich bin eine alte Obligation und Anna ist die neue Obligation. Und jetzt wissen wir ja, dass die Zinsen gefallen sind. Also du, Anna, du musst dein genau, eine Treppe nach unten gehen, für 1% weniger Zinsen. Und ich muss eine Treppe nach oben gehen. Und zwar deshalb, weil die alte Obligation ja mehr Rendite bezahlt. Das heißt, sie steigt im Wert. Und genau das ist mit den Säule 3a Fonds passiert. Über die letzten Jahre ist der Wert dieser Obligationen stetig gestiegen, weil die Zinsen stetig gefallen sind. Und deshalb werben auch die Banken mit den guten Renditen. Nun sind wir aber so weit unten, dass wir wirklich nicht mehr weiter runterfallen können. Und wenn die Zinsen zurückgehen auf das normale Niveau, dann passiert genau das Umgekehrte. Anna, geh einen Schritt nach oben, die alte Obligation geht einen Schritt nach unten, denn sie hat weniger Zinsen. Nochmals einer, geht noch einen Schritt nach oben. Denn wenn die Zinsen sich normalisieren und auf die 4% zurückgehen, wo sie in den letzten 200 Jahren waren, dann werden die neuen Obligationen mehr wert sein als die alten. Und nun denkt man, der Unterschied zwischen Anna und mir ist nicht besonders groß, 4%, das ist ja nicht besonders viel. Dann vergisst man allerdings, dass eine Bundesobligation eine Laufzeit von 10 Jahren hat. Das heißt, die 4% Unterschied zwischen Anna und mir, die hat man nicht einmal, sondern 10-mal. Man verliert also 10-mal 4%. Das sind 40%. Und genau das kann man heute mit den Säule 3a Fonds verlieren. Heißt das nun, Sie sollen nicht mehr in die dritte Säule investieren? Nein, das heißt es nicht. Zahlen Sie das Geld ein, aber kaufen Sie keinen Fonds.
Denn nächstes Jahr kommt Obermatt mit einem Säure-3a-Produkt auf den Markt, mit dem Sie Ihr Geld viel, viel besser anlegen können. Wenn Sie der Erste sein wollen, der dies erfährt, dann abonnieren Sie den Obermatt Aktien-Update. Das ist gratis und wir werden unseren Abonnenten zuerst über das neue Produkt informieren, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Viel Erfolg beim Sparen!